So, hallo Leute, Freunde und alle, die es noch werden wollen, willkommen. Lang hat es jetzt gedauert, aber es ist endlich wieder soweit. Das nächste Konsolenvideo haben wir am Start. Ja, wir haben es tatsächlich nicht geschafft zeitlich. Es ist sehr, sehr schade, weil genug Material, wie ihr wisst, wäre ja eigentlich noch vorhanden. Aber ich hoffe, dass das jetzt wieder vernünftig weiterläuft in einem ordentlichen Rhythmus. Und ja, seid gespannt. Ich weiß wie auch die letzten Male nicht, welche 10 Konsolen, ja, also wir sind wieder bei den stationären Konsolen, nicht bei den Handhelds. Da weiß ich nicht, was jetzt genau auf mich zukommt, aber das werden wir gleich sehen. Ich versuche euch wieder ein bisschen was zu erzählen. All das, was ich halt so auch drüber weiß, ne, was vielleicht auch irgendwo relevant wichtig ist. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Ihr seht auch, das will ich auch noch kurz erwähnen, im Hintergrund hat sich ein bisschen verändert mittlerweile, ne, die Fernseher sind ein bisschen zusammengerutscht. Die Cable Guys, die oben drauf stehen, ja, haben sich ein bisschen verändert. Ja, sind immer noch die gleichen, aber stehen jetzt ein bisschen vertauscht eben. Aber so viel nur am Rande. Da gibt es dann nochmal, wenn das alles 100% fertig ist, sowieso ein eigenes Video. Hat aber dann mit dem Konsolenvorstellen ja auch nichts mehr zu tun. Ja, ich habe die Hilfe wieder auch heute von meiner Frau. Die bringt mir jetzt die erste Konsole mal ins Bild. Schauen wir mal, was da kommt. Ja, ich sehe es jetzt schon. Also es ist auf jeden Fall mal eine 3DO-Konsole. Genau, stellen wir die da einfach mal so her. Ja, der 3DO, muss ich jetzt tatsächlich lügen, ich weiß es gar nicht. Haben wir schon einen gehabt in den letzten Videos? Ist auch egal. Ich meine, der 3DO ist auf jeden Fall eine Konsole, ja, die man eher so als Franchise-Konsole bezeichnen kann, weil der eigentliche Kopf dahinter, der hat ja eigentlich selbst nie irgendwas da gebracht, sondern der hat ja nur die Möglichkeit eingeräumt, dass jeder Hersteller auf der Welt, der Bock drauf hat, sich an eben diesem Franchise-System beteiligen kann. Drehen wir das ganze Ding mal um, dann könntest du es auch mal von der Rückseite sehen und so lassen wir es dann auch mal stehen. Also kurz zum 3DO selber, ursprünglich vom Panasonic, ne? Also da gab es ja zwei Geräte, Japan, USA und auch Europa. Das ist wohl das bekannteste Gerät. Wie gesagt, da weiß ich definitiv, dass da noch einige kommen müssen. Aber es ist jetzt auch wurscht, ob wir schon einen hatten oder nicht. Der Goldstar 3DO, wie gesagt, da steht eigentlich LG dahinter. Also es ist die koreanische Variante. Wurde unter anderem ja tatsächlich in Europa vertrieben, wurde in Nordamerika vertrieben. Da sieht die OVP halt ein bisschen anders aus, ne? Der Alive, das ist dann nochmal ein 3DO, der danach kam. Und leider, leider muss ich sagen, ist der letzte der 3DO-Konsolen, der mir tatsächlich fehlt. Also der Alive 2, der kam nur in Korea und der ist scheinbar in so einer geringen Auflage produziert worden. Ich habe den in den letzten 10 Jahren habe ich den gesehen, ich glaube zweimal, dreimal, da wurde er immer so angeboten für um die 2000 Euro. Ja, gut, für eine lose Konsole. Dennoch irgendwie, wie ich finde, relativ viel. Aber nun gut, jetzt ist tatsächlich aktuell einer auf eBay in neu, in original verpackt, in, ja, wie gesagt, neu eben, nie geöffnet worden. Schaut sogar ziemlich cool aus von der Verpackung, also wirklich unbeschädigt, aber für 30.000 Euro, ich glaube, da braucht man nicht weiterreden. Ich habe mir mal unter Beobachten gesetzt und der nette Verkäufer ist mir sogar richtig entgegengekommen. Er wollte ihn mir für 22.000 verkaufen. Ja, habe ich ein bisschen überlegen müssen, aber habe ich natürlich nicht angenommen, klar. Nein, Spaß beiseite. Also ich würde ihn auch nicht für 10.000 kaufen, aber wäre halt echt wahnsinnig toll, das Gerät mal irgendwie noch in der Sammlung zu haben. Komm mal wieder zurück zum 3DO, sonst verquatsche ich mich wieder zu sehr. Also der 3DO, wie gesagt, in meinen Augen eine ziemlich coole Konsole, wenn auch gefloppt halt irgendwo. Ist ein Riesenvorteil, regionfrei. Also das heißt, egal wo ihr auf der Welt das Spiel herzieht, das Ding liest es, ne? Auch viele Serien, also viele Spieleserien haben ihren Start irgendwo am 3DO gehabt. Bekannteste ist dabei wahrscheinlich das Need for Speed. Ne? Sollte jeder kennen. Ist am 3DO tatsächlich auch richtig gut gelaufen. Also muss ich ehrlich sagen, steht der PlayStation eigentlich in nichts nach. Wenn man vor allem ja auch bedenkt, dass der 3DO ja doch ein bisschen eher kam. Ne? So, mal, der hatte so seine Lebensspanne ungefähr so zwischen 92, 94. Ich meine, 94 kam er zumindest nach Europa und die PlayStation kam ja kurze Zeit später. Also steht, wie gesagt, dem Ganzen in nichts nach. Zu den OVPs, was sehr, sehr cool ist, die US-Spiele haben halt so Longboxen, die sind auch komplett einzigartig, findet man auf keinem anderen System, sind auch tatsächlich nicht vergleichbar mit denen von der PlayStation. Sollte der ein oder andere von euch kennen. Ähnlich sind ja die auch vom Saturn. Hat aber auch nichts damit zu tun. Also ist wirklich nochmal eine Nummer größer, ist meistens komplett aus Pappe.
Ja, und meistens im schlechten Zustand, ne, weil die sind echt wahnsinnig empfindlich. Japan-Spiele gibt es, soweit ich weiß, am meisten und die PAL-Spiele kommen wie so immer eigentlich, naja, komplett lieblos daher in einfachen CD-Hüllen. Ja, egal, so viel dazu. Habe ich das schon gesagt, Goldstar, für alle, die es nicht wissen, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind, das ist LG. Also schlicht und einfach LG steht dahinter, sollte jeder kennen. Da gibt es Waschmaschinen, da gibt es Trockner, da gibt es Fernseher. Ja, LG halt kennt jeder, ne? Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Und zum 3DO kann ich ja immer noch einiges erzählen, wenn es dann mal so weit ist, dass die anderen Konsolen kommen, ne? Die ja auch noch in der Sammlung stehen. Ah ja, ich sehe schon, was jetzt kommt. Es ist schwer, ja. Also meiner Meinung nach ist das auch tatsächlich eine der schwersten Konsolen überhaupt. Ja, kannst du einfach so stehen lassen. Die braucht man nicht groß rumhieven. Man sieht halt leider nicht viel. Ich schalte die Kamera vielleicht mal ein bisschen nach unten. Ja, PlayStation 4 Anniversary Edition. Ich meine, ich müsste es jetzt grob schätzen, aber das Ding wiegt ungefähr 10 Kilo. Keine Ahnung, woher das Gewicht kommt, aber das Ding ist wirklich heftig. Also die ist echt schwer. Limitiert auf 12.300 Stück sollen es ganz genau sein, das weltweit. Also da gibt es keine Stückzahl irgendwie für USA und für, was weiß ich, Europa und so, sondern es sollen wohl insgesamt so viele sein. Kam zum Jubiläum, also sprich zum 20-jährigen Bestehen der PlayStation-Konsole, kommt deswegen auch im Original Grau, ja, so wie ja, damals die PlayStation eben aussah, so wie sie uns allen bekannt ist. Der Karton wirkt auf den ersten Blick wirklich, ja, komplett eigentlich unspektakulär. Da ist gar nichts drauf. Also wirklich gar nichts. Er ist aber noch, wie ihr seht, original sealed. Der ist original zu. Seriennummer hat da drauf. Steht da irgendwas über die Limitierung? Ne, sehe ich jetzt nichts. Auf jeden Fall 500 GB Speicher. Wir können es derweil schon mal wieder wegräumen. Fakt auf jeden Fall, das ist echt ein gefragtes Sammlerstück mittlerweile schon geworden. Ne? Also ich meine, auspacken würde ich sie sowieso nie, dafür habe ich andere Konsolen zum Spielen, wenn auch PS4 und 5, das ist ja bekannt, jetzt nicht gerade mein Hauptaugenmerk genießen, ne? Die interessieren mich eigentlich nicht, aber lange Rede, kurzer Sinn, mittlerweile echt teuer geworden. Ne? Also die Konsole wird, glaube ich, was wird denn die aktuell gehandelt, um die 2.000 €, also das ist auf jeden Fall krass und gehört auf jeden Fall zu den doch eher teureren Konsolen meiner Sammlung. Ja, aber jetzt schauen wir mal, was dann als nächstes kommt. So, da haben wir die neue Konsole schon, brauchen wir da den Untersetzer, ja, oder? Dann kann man es ein bisschen höher stellen, dann seht ihr mehr davon. So, das ist der Neo Geo CD. Zack. Ist die zweite Bauvariante, also im Grunde genommen die billigere, wie man das eventuell auf dem Bild erkennen kann, ne? Das ist ein Toploader. Kam, oder fangen wir vielleicht noch mal ganz kurz an bei der Ursprungsgeschichte eigentlich vom Neo Geo an sich. Der Neo Geo kam ja eigentlich auf, nachdem die Spielhallen so ein bisschen, naja, wie soll man es nennen, heruntergefahren wurden. Ja? Und dann kam ja SNK auf die Idee, eben eine Arcade-Konsole für zu Hause zu bringen. Das war dann eben der AES. Den werden wir definitiv in den Videos auch irgendwann noch sehen. Den gab es ja im MVS-System, also Multivideosystem, oder im AES-System, das war das Advanced Entertainment System, also sprich, ja, die Spielhallenvariante auf Jammer-Basis, ne, für ja, Automatenbetreiber in erster Linie, aber ja, kann man tatsächlich auch für zu Hause verwenden. Aber die AES-Variante war halt im Grunde genommen die Home-Variante. Jeder, der aus der Zeit damals kommt, der damals wie ich die Zeitungen gelesen hat, weiß, wie teuer die Spiele waren, weil die fingen irgendwo bei 300, 400 Mark an, bis hin zu 600 Mark, also doch eher für den gut betuchten Spieler und Sammler gedacht. Ja, und das ist eben auch die Geschichte, warum dann letztendlich 94 rum, 1994, der Neo Geo CD auf den Markt kam, weil halt einfach deutlich billiger. Klar, ich meine, Nachteile, auf die komme ich auch gleich noch zu sprechen, gibt es definitiv. Aber es gab am Anfang den Frontloader, also sprich die kleine Lade, die halt vorne rausfährt. Ne? Meiner Meinung nach das schönere Gerät, gab aber meines Wissens nach nur um die 25.000 Stück. Und dann kam eben die deutlich billigere Variante. Und die sehen wir jetzt eben hier gerade vor uns. In dem Fall ist es die Japan-Version. So sieht das Ganze aus. Die Controller da hinten, ne? Die ich persönlich auch viel cooler finde zum Spielen. Die laufen natürlich auch an der AES-Konsole. Genauso kann man auch einen Arcade-Stick ja, für die CD-Konsole verwenden. Ich glaube mal, dass, ja, du kannst gerne mal die Konsole schon mal austauschen, weil ich habe schon gesehen, was als nächstes kommt. Somit kann ich nämlich meinen Text noch ein bisschen weiter erzählen. Die tauschen wir jetzt einfach mal aus. Die Japan geht weg.
die allein von der Optik und Farbgebung des Kartons schönere PAL-Variante kommt jetzt. Die finde ich auf jeden Fall besser aus, dieses Silber-Grau auf Schwarz. Ja, im Grunde genommen genau dasselbe, aber halt eben PAL. Ne, die gab es genauso hier eben bei uns. Ja, die sieht hinten eben so aus, ist eben nichts anderes. Ja, worauf ich nochmal kurz zu sprechen kommen wollte, also die Nachteile der Neo Geo Konsole sind halt schlicht und einfach die Ladezeiten. Weil dieses Gerät muss halt ständig nachladen, weil halt einfach überhaupt kein Speicher vorhanden ist, so wie eben beim AES. Und das macht das Spielen halt vor allem bei Kampfspielen doch irgendwie ziemlich nervig. Stellt euch das so vor, ihr spielt einen Street Fighter. Ja, ich weiß, gibt es am Neo Geo nicht, aber dann sagen wir halt King of Fighter, egal. Ihr spielt das und nach jedem Kampf müsst ihr ungefähr eine halbe Minute warten, bis der nächste Kampf kommt. Ja, also das ist irgendwie anstrengend und macht irgendwie nicht so wirklich Spaß. Dafür kostet aber halt ein King of Fighters, sage ich mal, um die 50 bis 100 Euro am Neo Geo CD und ab 250 Euro aufwärts, je nachdem welches es ist, ne, bis zum 2003er hoch, kostet es halt dann mal 250, 500, 1000 oder sogar noch mehr Euro. Also muss jeder für sich selber erfahren, was man halt oder entscheiden, was man halt ausgeben möchte. SNK hat es dann nochmal versucht, ein bisschen zu toppen. Mit einem Nachfolger, also der dritten Variante der CD-Konsole, dazu aber dann mehr, wenn es dann mal soweit ist. Ne? Das wäre dann in dem Fall der Neo Geo CDZ, aber da erzähle ich dann noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, der wird heute, das schätze ich mal, wahrscheinlich nicht mehr kommen. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Konsole, schauen wir mal, was das ist. Ja, gucken wir mal, was jetzt als nächstes kommt. Neo Geo erstmal wieder weg. Genau, packen wir das Ding mal weg. Ich glaube, ich meine, so auf die PAL-Anpassung, Blut, ja, nein und diese ganzen Geschichten, da komme ich, glaube ich, ein anderes Mal nochmal zu sprechen. Ja, da haben wir ein absolutes Mini-Teil. Das ist der Family Computer. Kurz oder knapp ist es der NES in Japan, also sprich Famicom. Kannst du es gerne hinstellen, dann tue ich das selber ein bisschen halten oder bewegen, weil es ist so klein, da muss ich die Kamera schon wieder runterstellen. Ja, der Family Computer ist im Grunde genommen der neue Famicom. Also der Famicom selber sah ja ziemlich abgespaced aus, hat ja mit dem, was wir hier als NES kennen, bei uns eigentlich relativ wenig zu tun. Ne? Ist, ja, wie soll ich das nennen? Na, die billige, abgespeckte Version kann man eigentlich gar nicht mal sagen, weil er lässt sich halt auch über AV anschließen. Das ist auf jeden Fall mal ein Riesenvorteil. Aber ja, spulen wir mal zurück zum Anfang. Der Famicom in Japan kam ja um 83 ungefähr, war eine Konsole, wo zum Beispiel auch die Controller fest verbunden waren. Wiederum ein Unterschied zu dem Ding hier, hier sind sie absteckbar. Ne? Der Famicom war dann auch kombinierbar mit dem Disk Drive, das gab es bei uns hier in Europa ja auch nicht. Also quasi die Spiele nicht nur auf Modul, sondern eben auch auf Diskette. Dann konnte man das eben zusammen verbinden, es gab auch diverse Peripherie dazu, das funktioniert alles bedingt nur mit diesem neuen Famicom. Aber der neue Famicom hier, den ihr immer noch im Bild seht, der kam halt tatsächlich 10 Jahre später. Ne? Also wie gesagt, 1993 erst am Markt. Ja, wirkt mir ziemlich klein, wirkt mir aber tatsächlich ziemlich cool. Also mich mag das Ding eigentlich und würde das eher anschließen, allein schon von den Verbindungsmöglichkeiten her, als halt jetzt noch den alten Famicom. Ne? Was auch eine ganz interessante Sache ist, warum die das so gemacht haben, weiß ich nicht. Der NES, der lässt sich ja im Grunde genommen von vorne bestücken, wisst ihr ja, Modul reinschieben und dann nach unten drücken. Der Famicom, sowohl aber auch hier der neue, der Family Computer, sind beide, wie der Super Nintendo auch, von oben. Ne, steckbar, also haben den Slot halt nach oben raus. Warum man das so gemacht hat, keine Ahnung, aber ist meiner Meinung nach auf jeden Fall die bessere Variante. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wird nicht die letzte Famicom, NES, sonst was Konsole gewesen sein. Schauen wir mal, was als nächstes kommt, dann können wir den hier erstmal wieder wegräumen. Er ist übrigens halt auch neu, gell? Also unbenutzt. Packen wir den mal weg, genau. Ja, okay, da kommt jetzt was Größeres. Ja, schauen wir mal, ob wir das vielleicht auch noch mal hier auf unseren kleinen Stand hinstellen können. Ja, doch, ich glaube, das passt. Das ist ganz gut. Man erkennt trotzdem einiges. Ja, so, der Mega CD 2. Ja, wo fange ich da an? Es gab logischerweise auch einen Mega CD 1. Klar.
Und das ist die Variante, wo man dann natürlich im Idealfall mit dem Mega Drive 1 kombiniert hat. Also heißt, der wurde übereinander gestellt. Im Gegenteil zu dem hier. Hier wird er halt quasi, also der Anschluss ist hier auf der linken Seite des Mega CD und bei Mega Drive ist es rechts und dann wird die halt so seitlich rangeschoben. Bei Mega CD 1 und Mega Drive 1 hat man das halt anders gemacht. Da war hinten der Anschluss und man hat ihn halt einfach oben drauf gesetzt. Fand ich persönlich vom optischen her cooler. Ich meine, der Mega CD 1 hatte ja unter anderem auch die Frontlade wieder, genauso wie beim Neo Geo CD. Der Mega CD 2 wiederum hat die Lade als Toploader. Drehen wir mal um, sieht man hier noch ein bisschen was. Ja, hier sieht man im Grunde genommen bloß halt, wie es zusammengesteckt wird. Ne? Hier sieht man sogar noch ganz leicht im Bild das Karaoke-System. Das ist ein ziemlich seltenes Zubehörteil, aber darauf komme ich dann, ja, wenn ich mal vielleicht mich ums Zubehör kümmere oder bei der Roomtour, egal. Auf jeden Fall, der Mega CD 2 kam, lass mich nicht lügen, wann war das? 93, glaube ich, rum. Also wir hatten ja damals in den 90ern eine riesige Spanne, ja. Also von wann quasi kommt eine Konsole in Japan, in USA und in Deutschland, Europa? Da können wirklich im Extremfall auch mal 2 Jahre dazwischen liegen. Also Mega CD 2, wie gesagt, war 93 in Europa, wurde auch tatsächlich in Deutschland verkauft. Also habe ich auch damals wirklich in die diversen Fachgeschäften gesehen. Der Einsatz zum Beispiel, und deswegen ist der auch so selten, deswegen kennen den auch viele nicht, der wurde vor allem im englischen, also im UK-Markt, United Kingdom, vertrieben. Ist auch meiner Meinung nach deutlich teurer zum einen und auch deutlich seltener, aber so viel nur am Rande bemerkt. Schauen wir mal, was habe ich das richtig gesehen? Ja, es kommt nämlich noch ein Mega CD2, weil dann können wir nämlich da noch auch ein bisschen was dazu erzählen. Dann packen wir den hier kurz weg, genau. Finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht, dass du das so machst, weil es wäre blöd, das jetzt alles komplett durcheinander zu mischen. So hat man wenigstens ein bisschen System drinnen und kann dann vielleicht auch diverse Unterschiede gleich mit aufzeigen. Also das finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Das ist nämlich der Mega CD2 in der PAL-Variante. Ja, da sieht man halt gleich wieder dieses schlichte PAL-Design zum doch eher farblichen und ein bisschen spielerisch angehauchten Japan-Design, also womit viel mehr Farben gespielt wird. Mega CD2 in PAL im Grunde genommen kein großer Unterschied vom optischen her sonst. Ne? Die Konsole ist genau das gleiche. Mal so ein random Fakt, der vielleicht ganz interessant ist. Ich finde den Mega CD schon ziemlich cool, wenn er auch gefloppt ist, aber das, ich als Mortal Kombat Fan finde das beste Mortal Kombat 1, wenn man es spielen möchte, findet man am Mega CD. Definitiv. Also allein von der Lauffähigkeit, vom Sound, was das ganze Gerät ausgibt und auch mit Blut, wenn man halt da drauf steht. Das gehört halt meiner Meinung nach zu Mortal Kombat dazu. Am Super Nintendo fehlt es komplett. In Japan genauso. Am Mega Drive konnte man einen Blutcode eingeben. Ja, toll. Aber hier am Mega CD, also selbst in der PAL-Variante, ist es unverändert, ungekürzt. Das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, weil es ist auf jeden Fall für mich ein interessanter Fakt. Und eine coole Sache. Den Mega CD 2 gibt es auch in diversen Bundles. Ja, meistens mit dem Spiel Road Avenger. Ich habe aber aus Erstbesitz immer noch diese Konsole. Hat tatsächlich am Karton, ja, ich weiß nicht, na, ihr seht es da herunten, seht ihr es da herunten, hat so einen ganz kleinen Einriss. Also, ja, hat halt einige Umzüge mitgemacht. Das Ding ist nicht immer ganz unbeschadet davon gekommen. Auf jeden Fall coole Konsole. 32X wäre dann das Maximum, was man noch oben drauf stecken könnte. Ne? Dann kommt man eben zu dieser, ja, in Fachkreisen genannten Sega-Pyramide. Kann man drüber streiten. Ich fand die ganze Geschichte damals recht interessant. Sega war innovativ, aber Sega konnte sich irgendwie damit nie durchsetzen. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der schlechten Werbung, die gefahren wurde. Liegt vielleicht auch ein bisschen an den echt krassen Preisen, weil der Mega CD war genauso wie der 32X nicht sonderlich günstig. Aber im Vergleich zu Nintendo zum Beispiel hat man sich halt zumindest getraut, auf CD-Basis mal zu gehen, ne? Was ja auch Sony machte mit der PlayStation 1, aber Nintendo blieb ja selbst mit dem N64 97 immer noch bei ihren Modulen. Ja, was natürlich auch seine Vorteile hat, möchte ich nicht abstreiten. Aber persönlich bezeichne ich mich auf jeden Fall als großen Sega-Fan und ja, solltet ihr das Gerät wirklich noch nicht zu Hause haben, denkt mal drüber nach. Aber nehmt auf jeden Fall eine Steckdosenleiste gleich mit zur Hand, weil wenn man das Ganze nämlich zusammensteckt, der Bildausgang, das läuft alles über den Mega Drive an sich. Also der Mega CD hat tatsächlich nur Netzstecker, mehr hat der nicht. Aber trotzdem habt ihr drei fette Netzstecker am Ende sitzen. Also wenn der 32X auch noch mit dabei ist. Ne?
Aber das auch nur so nice to know. Schauen wir mal weiter, was als nächstes noch kommt. Wir sind jetzt, glaube ich, wie viele Konsole war das jetzt? Das war jetzt die siebte, wenn ich mich nicht verzählt habe. Genau, dann kommt jetzt die Nummer 8. Stellen wir das hier wieder ein bisschen nach oben. Besseres Bild. Ja. So, was haben wir da? Ja, okay, wieder was Kleines, sehr gut. Ja, das dürfte jetzt echt interessant sein, weil das kennen wahrscheinlich wenige von euch. Der N64 IQ Player, ja. Kurz und knapp zusammengefasst, 2003 veröffentlicht. Sieht man auch da hier unten, steht sogar drauf, ne? Ist das Ding die chinesische, wie auch immer, Konsole, Ausführung, Variante des N64. Ja, warum auch immer, scheinbar ist man davon ausgegangen, die Chinesen, die haben kein Geld. Deswegen bringen wir jetzt einfach mal irgendwie ein Billigteil auf den Markt. Das Ganze ist im Grunde genommen auch komplett ohne Konsole ausgekommen. Das ist rein ein Controller, den habt ihr da vorne gesehen. Ich drehe es nochmal zurück, hier seht ihr die Spiele. Also dieser Controller da, der eigentlich nicht dem N64-Pad ähnelt, sondern eher, finde ich, dem Xbox Classic Pad, also der allerersten Xbox, der ist die Konsole. Das wird angeschlossen. Da hinten hat man einen Modulslot. Ja, da kann man dann eine Flashcard einschieben. Über diese Flashcard konnte man dann in den Geschäften in China, ja, konnte man die Spiele drauf runterladen. Also so, naja, ganz, ganz leicht ähnlich wie die ganzen, wie nennen sich die Geräte jetzt schnell wieder? Ja, man kennt es vor allem aus Brasilien, also das Master System Evolution und so weiter und so fort. Also die halt rein auf digitaler Ebene eigentlich arbeiten. Oder auch der Super Famicom, der Satellaview. Da hat man dann sich die Spiele eben drauf runtergeladen auf diese Flashcard, hat die in den Controller gesteckt und konnte sie spielen. Angeblich soll es Module geben. Ich persönlich habe tatsächlich noch nie eins gesehen. Muss ich passen. Ich habe auch das Ding hier, was ich mittlerweile seit, glaube ich, 20 Jahren besitze, noch nie geöffnet. Ich weiß auch nicht, ob da Module drinnen sind. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht öffnen. Ich lasse es in dem Fall neu. Aber es soll 14 Stück geben. Also 14 Spiele haben es tatsächlich geschafft. Ja, die Bilder habt ihr vorhin gesehen auf der Rückseite. Das ist unter anderem halt Wave Race, das ist Mario 64. Ich glaube, Paper Mario ist auch dabei. Yoshi's Story und so weiter und so fort. Eigentlich ein sehr, sehr interessantes Gerät. Hat jahrelang keinen Menschen interessiert. Mittlerweile irgendwie ziemlich gefragt. Ja, ein recht begehrtes, teures Sammlerstück geworden. Ich glaube jetzt, heute läuft sogar wieder einer in Deutschland aus. Aber wenn ihr dieses Video seht, wird es schon wahrscheinlich vorbei sein. Ja, Lebensdauer war von 2003 bis 2006. Viel mehr gibt es dazu auch eigentlich gar nicht zu sagen. Ist eine N64-Kuriosität. Ich finde es cool. Freue mich, dass ich es in der Sammlung habe. Und wir kommen zur nächsten Konsole, nämlich zur Nummer 9. Na, hauen wir das kleine Ding da mal weg. Echt mini das Teil, aber echt cool. Ja, okay, was Großes. Das, glaube ich, lässt sich auch relativ schnell abhandeln. Sieht schwer aus. Ja, aber nicht so schwer wie die andere, die PS4. Nämlich jetzt kommen wir zur PS5. Ja, eine Konsole, wo ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen muss. Die kannst du gerne einfach so abstellen hier. Genau. Weil, ja, mei, mögt mich für die Aussage oder nicht. Ich bin kein PS5-Freund. Ich brauche das Ding eigentlich nicht. Aber ich fand die Edition cool. Spider-Man, ja. Soll limitiert sein. Ja, gut, von der Limitierung habe ich nicht viel gesehen, weil die hat es Monate danach immer noch gegeben, wurde dann sogar teilweise zum Black Friday und so ein bisschen verramscht. Ich finde sie dennoch schön, sie schaut echt cool aus, sie wird von mir nicht benutzt. Okay, weil wenn ich PS5 spielen möchte, dann nehme ich halt die Standardvariante in Weiß. Controller ist auch noch dabei. Ja, das Ganze habe ich tatsächlich bekommen in einem relativ ordentlichen Zustand. Also der Karton, der kann sich sehen lassen, da habe ich schon deutlich Schlimmeres gesehen. Zur PS5 muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ne? Also ich meine, lange Zeit allgemein mal ausverkauft. Kam, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett verhaue, 2020 auf den Markt. Ja, nachdem es dann halt Monate, jahrelang nicht erhältlich war, weil ausverkauft und Unsummen dafür bezahlt wurden. Mittlerweile ist sie verfügbar. Ja, Spider-Man Edition auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Aber definitiv eine Konsole, ich schiebe sie mal schon zur Seite, die ihre Verpackung nicht verlassen wird. Und so, damit ich jetzt auch meine Zeit einhalte, nämlich bei maximal 30 Minuten ankommen möchte bei den Konsolenvideos, kommen wir auch jetzt zur letzten Konsole. Und ich sehe sie auch schon, es ist ein sehr, sehr cooles Teil, wenn auch komplett sinnlos. Ja, die kannst du drehen, wie du willst. Die sieht, glaube ich, auf beiden Seiten gleich aus und sieht auch tatsächlich
vom Zustand etwas bescheiden aus, aber da bin ich froh, dass ich sie überhaupt habe. Und kein Mensch weiß eigentlich, warum Neck das Ding überhaupt auf den Markt gebracht hat. Ein random Fakt wieder an der Stelle, weil viele kennen die PC Engine nicht, weil sie Japan teilweise nicht verlassen hat und die ganze TurboGrafx, Turbo Duo und was weiß ich Geschichte da aus USA, die lassen wir mal außen vor, weil das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Bereich. Also die PC Engine war vor allem ein Japan-Gerät und hat aber wirklich einen Lebenszyklus, der relativ lang ist, also eine relativ lange Lebensspanne. Die ging komplett über die NES-Zeit bis in die Super Nintendo-Zeit rein, bis teilweise sogar, wo die PlayStation 1 schon auf den Markt kam. Ja. Also sprich von der allerersten PC Engine in weiß, dieses kleine viereckige Kästchen, bis hin zur PCFX am Ende, die dann, naja, relativ gefloppt war und auch wie so ein PC-Tower aussah. Da bin ich jetzt auch gerade wieder am Überlegen, ob wir die schon mal am Video gezeigt haben. Aber wenn nicht, kommt die auf jeden Fall noch, weil die habe ich. Ja, kam dann eben 1989 diese Shuttle. Ja, was soll die Shuttle? Keine Ahnung. Also im Grunde genommen sieht sie einfach nur cool aus. Der Controller ist ein bisschen größer. Die Konsole sieht aus wie ein Space Shuttle, daher auch der Name wahrscheinlich. Wie gesagt, ich kann euch nicht erklären. Eventuell kann man das ja googeln, wenn es einen interessiert, warum Neck sich für diese Variante entschieden hat. Es gibt unzählige PC Engine Varianten, das wisst ihr ja selber. Es gibt ja sogar mehrere Handheld-Versionen davon. Ja, vielleicht war es einfach nur kostengünstig. Vielleicht wollten sie irgendwelche Teile noch verbraten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich finde das Gerät geil. Es ist relativ selten. Der Zustand der OVP deswegen nicht der schönste, aber ich bin zufrieden damit. Sie ist relativ inkompatibel zu vielen Peripheriegeräten, weil sie halt einfach eine Form hat, wo man nichts dran stecken kann. Also da fängt schon mal an beim CD-ROM-Laufwerk. Die spielt also nur Hu-Cards ab. Ja, könnte man stark vergleichen mit einer Konsole, die definitiv in meinen Videos schon zu sehen war. Das weiß ich. Und nämlich der SuperGrafx. Dieses Teil, was auch eher aussah wie so eine Turbine oder sowas. Ihr erinnert euch vielleicht in einem der letzten Videos, wo es effektiv wirklich bloß 5 Spiele dafür gab, die diese Konsole nutzten, plus 2, die durch die Nutzung der Konsole eine Erweiterung erfahren haben. Ja. Das war es im Großen und Ganzen aber auch und ja, bleibt deswegen ein cooles Sammlerstück, aber definitiv nicht das Gerät, was ich jetzt fest zum Zocken verwenden würde. Also da steht bei mir zumindest, ihr seht die Fernseher im Hintergrund, da steht unter einem der Fernseher eine Duo RX und wenn jemand hier PC Engine spielen will, dann läuft die Duo RX, weil das ist meiner Meinung nach einfach das sinnvollste Gerät, um alles, okay, ich verbessere mich, fast alles nutzen könnte, außer die 5 Spiele, die ich gerade angesprochen habe. Ja, in dem Sinne sind wir eigentlich schon wieder durch, sind 10 Konsolen, du kannst die gerne nochmal wegstellen. Ich fand ich cool, war eine super Auswahl, hat mir gefallen. Jetzt kann ich mich nochmal ans Kontrollieren und ans Wegräumen machen. Das wird auch nochmal bestimmt ein paar Stunden dauern. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was gelernt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Vielleicht habt ihr jetzt auch wieder eine Konsole auf dem Schirm, die ihr unbedingt noch in eure Sammlung aufnehmen wollt. Mich würde es freuen, wenn ich dafür Innovation bei euch sorgen kann. Und in dem Sinne, ja, bleibt mir treu. Macht's gerne wieder einen Comment. Lasst wieder einen Like da oder ihr wisst ja das Übliche halt, empfehlt meinen Kanal weiter. Vielleicht noch ganz kurz am Rande bemerkt, sonst hätte ich es im Neuzugänge-Video gemacht. Ich bin jetzt tatsächlich über die 300 Abonnenten drüber, das heißt ein Gewinnspiel wird in naher Zukunft auch noch kommen. Aber das nur am Rande bemerkt, da werde ich dann nochmal mehr in der Neuzugänge-Folge drauf kommen, weil da habe ich dann wahrscheinlich am Ende mehr Zeit. In dem Sinne, ich wünsche euch was, macht es gut, bis dahin, euer Phil.